Hier haben wir eine Stele oder einen Gedenkstein. Ich gehe erstmal auf den Teil, der für uns jetzt etwas weniger interessant ist, weil man nichts zu sehen scheint. Man muss auch ein bisschen näher dran gehen. Es ist auch wieder eine Steinschnitzerei und im unteren Teil ist ein Text. Dieser Text besagt erstens mal, wer diese Stele hergestellt hat, wann sie hergestellt wurde, nämlich 128 nach Christus. Und dann fasst sie das Leben dessen zusammen, dem sie gewidmet ist. Dadurch, dass sie einen solchen Text hat und in solcher Vollständigkeit, ist sie eigentlich relativ einzigartig. Also nicht unbedingt einzigartig, aber es ist ein sehr, sehr seltenes Stück, weil nämlich meistens die Texte nicht alle diese Informationen enthalten. Also die Informationen sind nicht vollständig. Aber hier haben wir wirklich das Glück, wir haben Zeit, Hersteller und das Leben dessen, dem sie gewidmet ist. Des Weiteren sehen wir oben dann einen dekorierten Teil, Darstellung eines Mannes scheinbar und einer Mannes auf der linken Seite und einer Frau, die davor steht und eine weitere Frau, die etwas Kleines oder im Hintergrund scheint, die ganz rechts im Bild ist. Und darüber sehen wir wieder diesen roten Sonnenvogel oder den Vogel des Südens, diesen Zhu-Zhir. Links und rechts an der Seite ist da nochmal jeweils ein Drachen eingeschnitzt, wobei der Schwanz halt unten ist. Wo sind wir denn? Der Schwanz ist unten und nach oben hin verläuft der Körper und oben läuft es in den Kopf aus. Und das Ganze links und rechts. Und auch auf der Rückseite sind noch Bilder und Dekore, die zeige ich euch jetzt auch noch. Die Rückseite ist etwas schwierig, weil hier wieder so eine dösige Wand hinkonstruiert ist, sodass man nicht genügend Abstand nehmen kann. Auf der Rückseite sind allerhand Dinge, die in Zusammenhang stehen mit der chinesischen Mythologie. Ich kenne nicht alles davon oder weiß nicht bei allem davon, welchen Sinn und Zweck das Ganze hat. Ich habe hier auch zwei Leute gefragt, die aber auch nicht wissen, was das Ganze soll. Einmal von unten nach oben, damit wir die Komplettansicht haben. Wir sehen oben diese beiden Mischwesen mit Menschen, Oberkörper und Schlangenschwänzen. Das sind Fuxi und Nüwa. Fuxi ist der Mann und Nüwa ist die Frau. Und dazwischen tanzt noch so ein kleiner Zwerg, von dem ich nicht weiß, welche Funktion er erfüllt oder wer er ist. Die beiden tragen jeweils eine Scheibe in der Hand, von der ich aber auch nicht weiß, was es ist. Das ist der obere Teil. Im unteren Teil finden wir wieder ein paar Bekannte. Wir haben einmal oben links einen Hirsch. Ich wüsste nicht, welche Bedeutung der Hirsch so für sich hätte. Zumindest nicht in so einer frühen Zeit. Später wird er dann irgendwie mit einem Beamtenrang gleichgesetzt. Lu bedeutet irgendwie eine feste Position oder Funktion haben. Aber in der frühen Zeit weiß ich es nicht. Also die Si Wangmu hat als Begleiter neben dem neunschwänzigen Fuchs auch einen Hirsch. Es könnte sein, dass darauf angespielt wird. Rechts davon ist der Zhu-Zhir, der rote Vogel des Südens. In der Mitte sehen wir nicht so viel, das ist wahrscheinlich Pushou. Ein Wesen, das nur aus Kopf und Armen besteht, das ist hier auf verschiedenen Türen oder Stelen dargestellt. Also es gibt auch so Grabtüren mit Steinschnitzereien, ist allerdings relativ zerstört. Was wir aber hier wieder sehen, was bekannt ist, sind diese Bi-Scheiben. Eine auf der linken Seite, eine auf der rechten Seite. Und wir sehen zwischen den Bi-Scheiben sehen wir den Kopf einer Gazelle scheinbar. Die hat ja so zwei gerade Hörner, die nach außen auslaufen, mit zwei kleinen Öhrchen darunter und die Schnauze läuft spitz nach unten zu. Und ganz kurz, unten haben wir noch Xuan Wu, den schwarzen Krieger, Schildkröte und Schlange, dem Norden zugeordnet.
So, hier sind wieder verschiedene getöpferte Figuren aus der östlichen Hanzeit. Hier ist ein Wasserträger zu sehen, der links und rechts einen Krug trägt und der uns wieder fröhlich anschaut. Man kann auch die Kleidung noch ganz gut erkennen, scheint ein Obermantel zu tragen, der vorne so übereinander geschlagen ist und einen etwas längeren Unterrock. Außerdem trägt er eine Mütze. Auch was ganz Besonderes, obwohl dieser hier wohl in der Fachliteratur mit der häufigst abgebildete ist, sind Tonfiguren, die Zwerge darstellen, musizierende Zwerge mit dicken Bäuchen und Trommeln, auf die sie schlagen. Immer fröhlich, immer am Tanzen. Man geht davon aus, dass die früher als Geschichtenerzähler oder einfach als Hofnarr sozusagen unterhalten wurden. Und es gibt verschiedene Darstellungen von Zwergen. Hier sind insgesamt 4 Stück, also 3 sind noch hier neben, in verschiedenen Ausführungen. Aber allen gemeinsam ist halt dieser fröhliche, lachende Gesichtsausdruck und der dicke Bauch. Nicht jeder trägt eine Trommel. Eine Trommel haben nur 2, aber man geht halt in aller Regel davon aus, dass sie wirklich in der Tat Unterhaltungspersonal waren, also die Comedians des chinesischen Altertums.